Hallo, grüßt euch und herzlich willkommen zur nächsten Folge Train Sim World 3 auf meinem Kanal. Ich freue mich wie immer sehr, dass ihr dabei seid. Wir sind in Würzburg am Hauptbahnhof im Schneesturm, im tiefsten Winter. Und ich höre einen Güterzug. Schaut mal da, ein schöner Güterzug, der vorbeifährt. Zwei sogar. Sehr genial. Und wir sind im Fahrplanmodus, das möchte ich dazu sagen. Das ist kein geskriptetes Szenario. Sehr, sehr geil. Also das sieht ja mal mega aus. Ja, wir fahren heute im Schnee. Da steht auch noch der Regionalexpress, da hinten steht noch ein ICE. Und wir fahren heute von Würzburg nach Fulda, denn ne, wir wollten ja eigentlich einmal Kassel-Fulda, Fulda-Würzburg. Aber es gibt kein Szenario und es gibt auch keine Fahrplanfahrt von Fulda nach Würzburg. Also müssen wir umgedreht fahren, von Würzburg nach Fulda. So, wir haben in einer halben Minute Abfahrt. Passagiere sind alle zugestiegen. Und dann lesen wir mal los, würde ich sagen. Ne? Wieder mit dem ICE 1. Dynamisches Wetter ist wieder mal an. Wir fahren im Schneesturm los und schauen mal, wie sich das Wetter dann auf der Fahrt verändern wird. Morgens 8.28 Uhr und wir können dann auch gleich los. AFB vorwählen. Aber hier haben wir noch gar keine LZB. Hier haben wir noch keine LZB. So, wir machen aber auch mal den linken Scheibenwischer an. So. Ne, oder auch nicht. Doch, da ist er. Türen sind zu. Schauen wir nochmal raus, ob die auch wirklich zu sind. Jupp. Regenschirme sind auch aufgespannt. Ist schon nice. Also, auch mit den Güterzügen, die hier durchrasseln. Das gefällt mir schon sehr gut. Schön. Falsch. So. Und dann legen wir los. Die AFB ziehen wir nochmal runter, denn wie gesagt, wir sind hier noch nicht in der LZB überwachen, sondern noch in der PZB. Und dann legen wir los. Auf geht's, würde ich sagen. Ja, machen wir das Fenster auf. Eher nicht. Na, will er nicht. Er muss. Warum will er nicht? Die Hauptluftleitung füllen. Ja, vielleicht liegt es daran. Fahrschalter nochmal raus. Na, ihr seht unten rechts BP. Die steigt und jetzt sollte es gehen. Ja, wie es so ist bei der Deutschen Bahn, es zickt. Es zickt. Er möchte nicht. Er möchte nicht fahren. Eigentlich ist alles so, wie es sein soll. Ja, wir haben die AFB an. Und wenn wir die auf 0 stellen, dann kann auch nichts passieren. Na, nobody's perfect, würde ich da mal behaupten. Mit der AFB auf 0 kann auch nichts passieren. So, 60. Ein bisschen mehr Leistung und dann sollte unser ICE auch gleich losrollen. Jawohl, jetzt geht's los. Na, der Fehler sitzt meist 50, 60 cm vom Bildschirm. Seht auch oben rechts, Befreiung möglich, das wird jetzt auch oben rechts angezeigt. Dann drückt ihr auf dem PC Ende und dann habt ihr euch von der PZB befreit. 9.02 Uhr sollen wir da sein in Fulda. Also so Winter ist jetzt schon genialer. Also gefällt mir schon echt gut. Ne, ich war ja immer so ein Typ, der Winter nie so gefeiert hat. Aber das sieht jetzt schon viel besser aus. Ne, der Schnee ist höher. Wir haben verschiedene Schneehöhen. Der Zug sieht auch richtig genial aus mit dem Schnee drauf. Wie der Schnee fällt, sieht super aus. Und dann natürlich auch der Schnee, der hochgewirbelt wird. Das ist schon genial. Wir haben auch Wheel Slip. Ja, das seht ihr an der Zahl unten im Tacho. Na gut, jetzt beschleunigen wir natürlich nicht, weil die AFB ja nur auf 60 steht. Ah, ist schon nice. Also wer sagt, das wäre irgendwie nicht schick, der lügt. Also das ist wirklich schon schön. Sehr, sehr genial. Jetzt geht's hoch auf die Rampe in den Tunnel.
Da kommt doch mal so ein Winterfeeling auf. Im Vorgänger war das irgendwie nie so. Sehr schön. So, AFB hoch. Und jetzt kann ich euch den Wheelstep nochmal zeigen. Unten bei der Tachoanzeige diese roten Wellen. Das bedeutet, ihr habt gerade ja, durchdrehende Räder. Da muss man im Winter natürlich auch ein bisschen drauf aufpassen. Und ab in den Tunnel. So, jetzt sind wir aber auch in der LZB-Überwachung, genau, und können Vollgas geben. Auf nach Fulda, mal wieder. Ja, tut mir echt leid, ich hätte mir ein Szenario bauen können jetzt natürlich, wo wir von Fulda nach Würzburg fahren, aber dann hätten wir natürlich nicht so geile Szenen gehabt wie eben mit den Güterzügen. Winter nicht so schlecht. Und da fahren wir auch das erste Mal durch den Landrückentunnel, denn vor Fulda der Tunnel ist nicht der Landrückentunnel. Ist zwar auch fast 10 Kilometer, aber nicht der Landrückentunnel. Den Namen habe ich schon wieder vergessen. Bin ich mal gespannt, ob sie auch dargestellt haben, dass hier im Tunnel, das haben sie wirklich gemacht, guck mal, hier im Tunnel können wir sogar Vollgas geben und wir haben keine durchdrehenden Reifen oder Räder. Was wir ja draußen eben noch hatten. Ist ja logisch, weil hier im Tunnel liegt ja kein Schnee. Und deswegen drehen hier auch die Räder nicht durch. Schön gemacht. Gefällt mir. Hier oben spiegelt sich auch unser. Na, da oben spiegeln sich auch die Displays im Rahmen hier oben. Genial. Jetzt schauen wir mal, wenn wir rausfahren, ob wir dann wieder durchdrehende Räder haben. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Also, wenn Sie das so umgesetzt haben, muss ich sagen, schönes Detail, auf das Sie geachtet haben. Respekt, muss man auch mal sagen. Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich super. Das ist wirklich Schneesturm ohne Ende. Schön, schön. Sieht wirklich schön aus. Und natürlich euer Feedback immer gerne unten in die Kommentare. Habt ihr schon selbst gespielt? Oder besser gesagt, ja, könnt ihr ja noch gar nicht. Ich denke mal, die Deluxe Edition wird auch wieder, wie eigentlich immer, heute Abend um 19 Uhr freigeschaltet auf Steam. Habt ihr euch die Deluxe Edition geholt? Freut ihr euch drauf? Was sind eure ersten Eindrücke so? Ich denke mal, dass ihr auch bei anderen YouTubern wahrscheinlich schon geschaut habt, die heute auch Videos hochladen durften, da das Embargo endlich geendet ist. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, eure Meinung. Immer her damit. Und natürlich, wenn euch das Video gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr neu seid, gerne auch ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Es wird dieses Wochenende auf jeden Fall noch viel, viel Train Sim World 3 Content geben. Da könnt ihr euch drauf gefasst machen. Das geht bergauf. Und wenn man nicht voll beschleunigen kann, ist das natürlich auch ein bisschen schwierig. Also das merkt man halt wirklich, ne? Dass es draußen feucht, nass, glitschig ist. Da ist die Beschleunigung nicht so pralle. Jetzt schauen wir mal, das war ja in der Streckenvorstellung von Darth Games auch so ein Problem, wenn draußen Regen, Nebel, Schnee war. Dann sah das ein bisschen komisch aus, wenn man aus dem Tunnel gefahren ist. Hatte ich jetzt noch gar nicht so drauf geachtet, aber das sieht jetzt schon besser aus. Ich denke mal, so ganz hundertprozentig kriegt man den Übergang auch nicht hin. Ein bisschen Abstriche muss man da schon machen. So, jetzt geht's bergab. Mal volle Leistung aufschalten. SIFA auch nach wie vor aus. Und das dürfte jetzt hier der Landrückentunnel sein, uns befinden. Nee. Geografie 6. Aber der kommt gleich. Müsste gleich kommen. Nicht so weit hinter Würzburg. Ich glaube, vor Burg sind sogar noch.
halt aussieht im Schneesturm. Keine Sicht, alles weiß. Gibt es ja auch gerade am, ich weiß gar nicht, ob es an beiden Polen ist, aber wenn man dann mit dem Flugzeug fliegt und man hat wirklich keine Berge, die noch aus dem Schnee rausgucken oder so, dann nennt sich das Whiteout. Und irgendwann weiß man nicht mehr, wo oben und unten ist. Da gab es sogar schon berühmte Fälle, wo Flugzeuge dann auch abgestürzt sind. Weil alles einfach nur noch weiß ist. Der Himmel, der Boden, man kann nichts mehr unterscheiden. Whiteout, quasi auf Deutsch ausgeweißt. Alles weiß. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr wirklich ein Spiel spielt und ihr habt wieder dieses Gefühl wie so ein Teenager? Oh ja, geil, endlich das Spiel. Richtig geil, macht richtig Spaß. Voll cool. Dieses Gefühl habe ich schon so ein bisschen jetzt. Aber wie gesagt, bei mir ist das so ein bisschen was anderes, weil Kassel halt ist ein Sonderfall bei mir. Aber mit der Class 66 werden wir auch noch fahren. Und mit der ich vergesse immer den Namen, die Baureihenbezeichnung, aber mit den Geschossen in den USA werden wir auch noch mal ein bisschen Güter transportieren. Da könnt ihr euch sicher sein. Ich mache zum ICE 1 noch ein Tutorial. Das Trainingszentrum gucken wir uns noch an. Also es wird viel, 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 viel geben. Heute, morgen, übermorgen und bestimmt auch noch am Montag. Und mal schauen, was da noch so kommt. Also richtig Geschwindigkeit kriegen wir nicht drauf. Ich kann halt nicht mehr. Doch, ich kann nicht mehr beschleunigen. Ist ja seltsam. Jetzt habe ich keine durchdrehenden Räder mehr. Aber so mit dem dynamischen Wetter, das klappt noch nicht so wirklich, ne? Wahnsinn, wie sich in die Kurve legt. Sehr schön. Ja, können wir uns auch mal reinsetzen. Von innen gucken. Die Beleuchtung hier von den Signalen, da hatten wir gerade Funkenflug oben am Strohbad, wo wir jetzt wieder einfach klasse. Ja, da kommt die Sonne ein bisschen raus, ha? Kommt die Sonne raus? Scheint so. Es donnert. Es donnert. Oder strahlen wir? Nein, wir. Ja, nee, das ist natürlich nicht so schön, dass jetzt. Seht ihr das da vorne? Wie dieses Licht dem Zug vorausläuft. Es ist, wie gesagt, ich habe das Spiel vorab bekommen. Übrigens nochmal danke an After Games. Es ist eine Vorabversion, aber das sieht natürlich ein bisschen seltsam aus da vorne. Ich dachte eben, die Sonne wäre rausgekommen. Aber das ist jetzt noch nicht so gut. Aber anscheinend kommt die Sonne wirklich raus. Aber ich sehe sie nicht. Habt ihr den Blitz gesehen? Der Blitz. Doch, die Sonne muss rauskommen. Irgendwo muss die Sonne sein. Oder geht die gerade auf? Das kann natürlich auch sein. Weil im Januar, 8.40 Uhr, ja, kann schon sein, dass die Sonne gerade aufgeht. Aber wo? Ja, vielleicht habe ich zu früh gemeckert. Jetzt ist es nämlich weg. Ich glaube, dass das einfach die Sonne war, die irgendwo aufgeht. Wo auch immer. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt sogar Gewitter. Ich hätte auch Gewittersturm auswählen können jetzt hier im Winter. Ich habe aber Schneesturm ausgewählt. Wintersturm quasi. Also dieses Gewitter kam jetzt dazu. Die Dynamik im Wetter hat jetzt umgeschwungen auf Gewittersturm von Schneesturm. Erreicht. Jetzt müsste aber gleich, er kommt immer noch nicht. Da. Landbrücke-Tunnel übrigens, vor allem, die sich wissen, der längste Eisenbahntunnel Deutschlands. Mit über 10 Kilometer, ich glaube 10,2. Aber wenn ich falsch liege, ihr werdet mich korrigieren. Da bin ich mir ganz sicher. Zu Recht. Zurecht.
sehen, sehen Sie nichts. Können wir hier auch mal Scheibenwischer ausmachen. Auch das habe ich mir sagen lassen von einem echten Lokführer. Licht im Führerstand, wenn es draußen dunkel ist, immer aus. Liegt natürlich auch einfach daran, wenn wir das hier anmachen. Kennt das aus der Wohnung, wenn ihr drin Licht anhabt, seht ihr draußen nichts mehr, wenn es dunkel ist. Auf jeden Fall war das nicht unser Landrückentunnel. Dann war schon wieder Ende. Das schalten wir schon gleich wieder an, wenn wir rausfahren. 20 Minuten noch für 56 Kilometer. Einmal Bergtunnel. Einmal Berg. Auch kein schlechter Name. Und gleich dürfen wir 280. Dann sollten die 53 Kilometer, na gut, gleich wieder bremsen auf 250. Deswegen springt die LZB jetzt auch nicht um. So, nächster Versuch. Oh, da komme ich nicht hin. Schade. Kann ich euch nicht sagen. Machen wir mal das Lok. Na gut, das bringt uns nichts. Scheibenwischer dran. Okay, aber anlassen. Ich lasse den jetzt einfach an. Als dieses Rumfummeln hier, das macht einer Körper. Burgsinn sind wir jetzt. Also war der Landrückentunnel doch nach Burgsinn. Betriebsbahnhof Burgsinn. Bei der Fahrt von Fulda, von Kassel nach Fulda schon gesagt, das ist schon echt. Jede Strecke durchzuzimmern, das war schon echt eine Meisterleistung. Ich glaube, der Streckenbau an sich, ich glaube, der hat sogar schon Anfang oder Mitte der 70er angefangen. Und Anfang der 90er war die Strecke dann fertig. Hier ist übrigens links ist Burgsinn Bahnhof. Das war schon wirklich ein Mammutprojekt. Ich glaube, über 10 Milliarden sogar gekostet damals. Und zurzeit tatsächlich gesperrt. Wegen Sanierungsarbeiten. Um es nochmal zu betonen, es ist schon echt ein Fortschritt. Ich bin nie so gerne im Winter gefahren, weil es war, hat sich nie wie Winter angefühlt. Und das ist schon echt ein Fortschritt. Das ist schon viel besser jetzt. Macht auf jeden Fall mehr Spaß jetzt, auch mal in der dunklen Jahreszeit zu fahren.
kann natürlich Leute auch verstehen. Jetzt gucken wir hier nochmal kurz. Ist das unser Landrücktunnel? Nee. Auch nicht. Ich kann Leute natürlich schon verstehen, die sagen, ja, ist ja total öde. Einsteigen in ICE, AFB volle Pulle, Fahrschalter Max und zurücklehnen. Das stimmt. Kann ich euch definitiv auch verstehen. Ihr könnt aber natürlich auch ohne LCP fahren. Dann müsst ihr die Geschwindigkeit selber regulieren. Das ist natürlich auch möglich. Habe ich ja früher auch gemacht, bevor ich mich nur so mit der LZB auseinandergesetzt habe. Ich war froh, dass ich die PZB irgendwie konnte. Aber die LZB ist ja eigentlich noch einfacher als die PZB. Und es wird, wie schon betont, wird es hier viele Szenarien geben. Wir werden dann auch mit dem Intercity fahren. Wenn dann das Spiel offiziell released ist, werden wir dann auch, wenn wir dann die Baureihe 101 aus TSW 2 importiert, damit definitiv auch eine Intercity-Fahrt vornehmen. Und da wird es definitiv von unseren Spezies, wird es dann auch Szenarien geben, die Altbaustrecke ist gesperrt, der Nahverkehr muss hier über die Strecke, das wird es bestimmt alles geben, da bin ich eigentlich fest voll überzeugt. Und man darf natürlich auch gespannt sein, was darf der Games noch für andere Strecken rauskommen, da bin ich sehr gespannt. Viele wünschen sich ja mal eine Strecke rund um Berlin oder auch in Stuttgart. Stuttgart würde ich sehr feiern. Berlin eigentlich auch. Ist jetzt aber nicht so mein Favorit. Mein Favorit war natürlich eine Strecke rund um Kassel. Ich bin ganz ehrlich, die Altbaustrecke hätte es mir natürlich mehr angetan. Aber ich bin fürs Erste bin ich erstmal natürlich sehr zufrieden. Keine Frage. Dass es Kassel zumindest endlich mal in dieses Spiel geschafft hat. Erweiterung noch zum Hauptbahnhof wäre natürlich mega genial gewesen. Hätten sie ja machen müssen, ich betone müssen, wenn sie wirklich die Altbaustrecke genommen hätten, von Kassel nach Fulda zum Beispiel, weil die Regionalbahn nach Fulda, die endet ja im Hauptbahnhof in Kassel und nicht in Wilhelmshöhe. Das ist wieder sehr kurzweilig gewesen. Wir sind jetzt schon in 28 Kilometern da. Auch, was denkt ihr, was wird die nächste Strecke sein? Ich meine, ja, ich bin der Meinung, ich hatte mal so ein Thema im Race Info gesehen, was wird die nächste Strecke sein? Kassel-Würzburg hat irgendwie keiner getippt. Was ich halt sehr hoffe, dass es nicht wieder eine Highspeed-Strecke wird, eine Schnellfahrstrecke. Jetzt kommt ja erstmal die Niddertalbahn. Ich denke mal, es ist von Rivet Games. Auf jeden Fall wird das von einem Drittanbieter gebaut. 32 Kilometer lange. Diese Strecke, was heißt als nächstes, ist auf jeden Fall schon geleakt worden, dass die Niddertalbahn kommt. Gucken, was da für Fahrzeuge mitgeliefert werden. Ich hoffe nicht die Baureihe 245, bitte nicht 218 oder 628. Aber bitte nicht die 245. Aber bestimmt wird es zu kommen. Ich gehe fest davon aus. Weil es halt das, weil es die modernere Lok ist, die ja auch heutzutage dort unterwegs ist. Ja, und 32 Kilometer hört sich erstmal wenig an. Aber maximale Geschwindigkeit auf der Strecke, ich betone maximale, das heißt nicht, dass wir immer diese Geschwindigkeit fahren können, das sind 80 km/h. Also da ist man schon. Ich denke mal für die 32 Kilometer bestimmt 30, 40 Minuten unterwegs mit allen Haltepunkten, wenn sogar nicht sogar 45 Minuten. Übrigens sind wir jetzt, glaube ich, im Landrückentunnel angekommen. Mal bei der Ausfahrt gucken. Aber ja, ich denke mal, dass das sein wird. Kurz den HUD ausmachen, die FPS einblenden. Also ich habe hier stabil, ja,
Was heißt stabil? Ich habe 60 FPS, ein bisschen mehr. Und es schwankt halt immer so komisch. Das finde ich halt so ein bisschen seltsam. Aber wer das Video von der Fahrt von Kassel nach Fulda nicht gesehen hat, dem sei nochmal gesagt, ich habe alles auf hohen Einstellungen. Ich habe nur eine 1060 Grafikkarte und trotzdem läuft das hier. Also ich habe jetzt keine Probleme damit, dass es zwischendurch immer so ein bisschen hakelt. Aber ihr habt es ja gesehen, die FPS sind hier. Ah, jetzt gehen sie ein bisschen runter, warum auch immer. Aber ich bin eigentlich zufrieden. Ich könnte natürlich die Einstellung noch ein bisschen runterschrauben. Aber ich für meinen Teil bin damit sehr zufrieden. Wie gesagt, dafür, dass ich einen Rechner habe, der gerade was die Grafikkarte angeht, überhaupt nicht den empfohlenen Einstellungen entspricht, bin ich schon sehr zufrieden. So, sind wir gleich da. Diesmal fahren wir von Süden in Fulda ein. Und damit hätten wir dann auch die ganze Strecke gesehen. Wetter hat sich, glaube ich, kaum verändert draußen. Also mit dem dynamischen Wetter. Entweder ich habe einfach Pech, was natürlich auch sein kann. Also es sieht immer noch nach Wintersturm aus, nach Blizzard. Oder es funktioniert noch nicht so prickelnd. Das haben sie aber auch gesagt, dass es auf harten Gebieten sich das Wetter einfach gar nicht oder nur ganz geringfügig verändert. Dafür ist das dynamische Wetter ja auch da, ne? Dass wir dann einfach auf verschiedene Situationen haben und nicht immer dieselben drei Szenarien abgespielt werden. Man fährt klar bei klarem Wetter los, dann gibt es Bewölkung und Regen und dann vielleicht sogar noch Gewitter. Bin mir nicht sicher, was das G da im Display bedeutet. Ich müsste, genau, jetzt wird gebremst. Ich wollte gerade sagen, ich müsste die LZB gleich abbremsen. Ich denke mal Geschwindigkeit. Das G heißt für Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, und dann im Winter halt, man fährt im Schneesturm los, dann hört der Sturm auf, dann hört es Schneien auf, dann geht die Bewölkung weg und dann haben wir klaren Himmel. Ist halt schön, dass wir nicht immer die gleichen abgespülten Wetter-Szenarien haben. Dass es wirklich auch mal so bleiben kann, auch wenn wir dynamisch eingestellt haben. Heißt ja auch dynamisch. Dafür ist das Wetter ja auch dynamisch. Was ja nicht bedeutet, dass es sich ändern muss, sondern dass es eine Dynamik hat. Und die Dynamik kann natürlich auch sein, ich bleibe so, wie ich bin. So, gleich geht's runter auf 140 km/h. Und dann sind wir mal wieder in Fulda. Güterzug werden wir natürlich auch noch fahren. Definitiv. Und dann gibt es noch ein Szenario, das will ich auf jeden Fall auch mit euch spielen, aber da möchte ich nicht zu viel verraten. Das hat mir wirklich sehr gefallen, als ich die Szenario-Liste durchgegangen bin. So, jetzt bremst unsere LZB wie von Geisterhand unter die CE herunter. Es donnert immer noch. Gleich den Anker schmeißen, weil wir gleich nur noch 100 dürfen. In 1,3 Kilometern. Ja. Genau. Da kommt der Anker. Ein richtiger Anker.
150 Kilonewton bremst er ab. Schöner Blitz. Wintergewitter. Ja, gibt's auch. So, da bremst gleich weiter runter. Da kommt der Kollege. Auf Null. Bremst er uns jetzt runter. Also ich mache gar nichts. Seht das ja. Die LZB ist echt eine feine Sache. Ja, normal kann ich losfahren. Und dann gehe ich hinten noch schnell die Fahrscheine kontrollieren. Und dann bin ich wieder vorne. Und dann muss ich nur die Türen aufmachen. Auch schön hier, ne? Waggons abgestellt. Lok abgestellt. Hat sich Dafter Games schon echt gemausert. Da war ja früher gar nichts los. Express links. So ein Rhein-Ruhr-Express wäre mal mega. Also, da würde ich mich mega drüber freuen. Nicht immer nur dieses Verkehrsrot. Oder einen Cantus. Wäre auch super. Also ein Flirt von der Cantus. So. Sehr, sehr cool. Jetzt machen wir natürlich trotzdem die Bremsen rein. Nicht, wenn das Signal grün wird und der Zug fährt wieder los. Und natürlich nicht, deswegen bremsen wir hier selbstständig noch ab. Machen wir die Tür noch auf. Zack, alle entriegeln. Steigen wir mal aus. Denn das Szenario würde jetzt weitergehen bis nach Kassel. Aber wie gesagt, es gibt kein Szenario von Würzburg nach Fulda oder von Fulda nach Würzburg, nur von Fulda nach Kassel, von Kassel nach Fulda. Oder halt von Kassel nach Würzburg oder von Würzburg nach Kassel. Aber nix Fulda-Würzburg oder Würzburg-Fulda. Finde ich ein bisschen short. Aber nun gut. Sehr, sehr schön. Ja, auch der Schnee. Ja, es geht jetzt diesmal bis hier hoch zur Kante des Gleises. Und nicht nur so eine Puderzuckerschicht. Hier am Rand des Bahnsteigs haben wir auch Schnee. Nur die Tropfen, die sie hinfallen. Ich habe noch nie Schnee so auf dem Boden klatschen sehen, aber na gut. Und Gewitter. Warum auf dem Bahnsteig kein Schnee liegt, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil sie das nicht irgendwie geskriptet bekommen haben, dass denn hier unter dem Dach kein Schnee liegt. Das kann natürlich sein, dass sie nur die ganze Textur irgendwie mit Schnee hätten versehen können. Das kann schon sein. Aber das sieht schon eher nach Schnee aus als dieses. Als diesen Schiss, ich sag's, wie ich's denke, den wir in Transimal 2 hatten. Auch hier auf den Autos. Na, ihr seht ja an den Reifen, wie hoch der Schnee liegt. Da sind schon zwischen 5 und 10 cm. Gefällt mir sehr, sehr gut. Schön, wir hätten jetzt noch 4 Minuten Aufenthalt. Oder ich habe noch 4 Minuten Aufenthalt, dann geht's weiter nach Kassel. Euch entlasse ich hier. Könnt ihr einen heißen Tee hier am Bahnhof trinken. Ich bedanke mich wieder ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne ein Like da lassen. Schreibt mir eure Meinung zum Spiel. Sei es von den Eindrücken von den Videos, die bisher rauskamen, oder euer eigener Eindruck. Bitte unten in die Kommentare. Nein, möchte nicht aufgeben. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Wie gesagt, dieses Wochenende wird es noch einiges geben. In dem Sinne, macht's gut und ciao, ciao.